Ja, moin, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, nächstes Obergeddon. Sechs Gegner. Nein, nicht sechs Gegner. Gegner und Minibosse haben erhöhte HP, aber es ist Obergeddon 6. Got it. Alles davor zieht übrigens trotzdem. Also wir haben trotzdem ein weniger Crit, mehr Schaden, ein weniger Refresh und so weiter. Ich weiß, ich habe die Crit und Refresh gerade in der falschen Reihenfolge gesagt, aber hey. Ich nehme das Handbuch. Wie hieß das genau? Bible, irgendwas Handbuch hieß das. Beidhandbuch. Ah, weil wir zwei Bälle abwerfen können. Ah, got it. Ja, und jetzt haben wir, der Crit ist scheiße gelegt, der Refresh ist okay, das heißt, warum sollten wir Bälle werfen, um vielleicht, warum sollten wir Bälle abwerfen, um zum Dolch zu kommen, wenn der Crit nicht mehr erreichbar ist. Jetzt ist er nämlich erreichbar. Das heißt, wir gehen da rein und hoffen, dass der vielleicht den Crit trifft. Ist jetzt ein krasser Gamble, weil er macht's halt eh nicht, aber I mean, zwei Bomben ist halt eh durch. So, ich will mal ein bisschen nach rechts. Die Gegner brauchen ja noch ein ganzes Stückchen und ich will Gold einsammeln. Was gerade sehr gut funktioniert hat sogar. So, jetzt nehmen wir den Refresh. Nicht unbedingt, um mehr Damage zu machen, sondern einfach nur, damit wir an ein bisschen Gold etwas einfacher noch rankommen. So, früher oder später wird er hier eh alles auslösen, deswegen können wir so langsam auch mal fertig machen. Aber wir haben doch noch relativ viel Gold mitgenommen. 50 ist okay für den ersten. Ich nehme den Morbid Orb, einfach weil ich mehr abwerfen kann. Und was entwickelt er sich denn? Ha. Nichts Interessantes. Ich habe die Map noch gar nicht angeguckt. Der. Da sind zwei Shops back to back. Ich gebe erstmal nichts aus. Ja, nehmen wir den Elite mit und skippen die eine Kiste, ne? Ja, würde ich sagen. Guck mal, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld. Ja, fuck off. Egal. Wir haben zwar keine Möglichkeit zu heilen aktuell. Aber das ist nicht allzu schlimm, würde ich sagen. Okay, ich wollte nicht unbedingt da drüber, aber hey, du. Mach, wie du meinst. Wir wollen ja nur möglichst viel Geld abstauben. Und dafür ist uns natürlich jede Methode recht. So, gut. Ja, doch. Mit dem Crit und dann zurück. Und dann ja, auf den Refresh und wieder zurück zum Crit. Nee. Wäre schön gewesen. So, jetzt ist das Nice. Ich kann hier ganz viel zerstören. So, und kann ja theoretisch, jetzt müsste ich ja so 5-6 Dinger sowieso treffen, ne? Ja, okay, dann weiß ich auch, wie er funktioniert. Ne? Man muss es ja auch einmal ausprobiert haben. Oh mein Gott. Ich mach schon wieder das Gleiche. Ich werf schon wieder am Refresh vorbei. Und wein dann gleich rum, dass ich keinen Refresh krieg. Das war ein relativ nicer Ball. Aber er hat absolut nicht das getroffen, was er treffen sollte. Der auch nicht, der hatte irgendwie zu viel Schwung. Es ist ein bisschen wack gerade. Ja, komm. Mach einfach. Geh einfach durch. Auch nach dem Refresh getroffen. Cool. Verschwende extra viel Damage an Gegnern, die du eh nicht treffen kannst. Er fliegt halt durch, aber behandelt die nicht als normale Packs. Das wäre noch geiler. Och, natürlich. Natürlich hat den Refresh nicht getroffen. Ich verliere sehr viel HP dafür, dass hier absolut noch gar nichts passiert. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Und ich bin auch dem Refresh nicht näher gekommen, ne? Ach komm, fuck off jetzt. Einfach darauf. Ja, genau das wollte ich. Genau so. Ach du Kacke, ey. Warum versuche ich das überhaupt, irgendwelche Sachen zu machen, wenn ich halt auch einfach ganz normal hier safe spielen kann? Mach den Scheiß aber auch immer. Und immer die guten Bälle verschwende ich dann, wenn der Gegner eh nur 2 HP hat. Hör mir, uff, ey. Wenigstens den. Und jetzt kriegt er den nächsten easy. Und der nächste liegt auch da unten. Super. Ich
Alter. Ich möchte eigentlich schon wieder aufhören. Ich höre auch auf. Wir sind wieder bei Packland Armageddon Stufe 6. Das heißt, Gegner und Minibosse haben mehr HP. Deswegen, ich will immer irgendwie in der Mitte bleiben, damit ich möglichst viel Shit natürlich abbekomme. Komm, wir heilen uns hier direkt. Wow. Bester Heil, ob EU West. Ja, komm, Alter. Jetzt lass ich nur noch Bomben explodieren. Ist mir alles scheißegal. Ja, mehr. Mehr. Boah, ist das traurig gewesen gerade. Verliert zwar übelst viel Geld, wenn ich das einfach so schnell clear, aber ist mir egal. Auch von den Bällen wieder nichts Interessantes. Ja, die Steine will ich eigentlich loswerden, deswegen rüste ich den auf. So, ich will nach rechts. Komm hier. Versuch dein Glück. Oh mein Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Also wenn die Refreshes gut liegen, bist du immer nur in diesem Mittelfeld und kannst nichts weitermachen. So, das meine ich halt so. Was soll das denn? Das ist eine der schlechtesten designten Spielfelder, die es hier gibt. Alles, was ich geheilt habe, ist gerade weg. Weil ich nicht rauskomme aus der Kackmitte. Alter, hör doch auf, die Refreshes zu treffen. Weißt du, sonst bin ich froh darüber, aber jetzt will ich es nicht. Ich will aus der Mitte raus. In der Mitte ist nichts mehr. Boah. Ich bin schon wieder auf 180. Wegen dem Scheißbrett. Dieses Spinnenbrett ist der größte Schwachsinn der Welt. Und du kriegst nicht mal das dafür. Es ist nicht mal ein Relic oder so. Es ist gar nichts. Es ist einfach nichts. So, jetzt will ich actually den Refresh. Aber ich krieg ihn nicht. Ich sterbe hier. Ich sterbe hier, weil das Brett ein absoluter AIDS ist. Nö, triff auch nicht den Refresh. Lass alles leer auf diesem Scheißbrett. Alter, geh doch weg! Ich will da hin! Ist doch jetzt eh egal. Da! Fertig! So! Oh, guck mal, er macht Damage, wenn er Sachen treffen kann. Bitte triff doch einfach die Bombe! Er kriegt einfach nochmal 2 Damage for free jetzt rein. Das schlimmste Brett. Schlimmste Brett. Und dann gibt er mir nicht mehr gute Sachen. Ja, I guess. Ätherball ist ganz okay. Heile ich mich. Für nichts. Also. Ich muss trotzdem nach rechts. Weil ich will die rechte Kiste haben, sonst ich überspringe sonst viel zu viel. Guck mal, das ist doch jetzt nett. Ja, ja, HP, geil. Oh, gut, den Crit verfehlt, du kleiner Bastard. Da brauche ich erstmal eine Pepsi zum Abreagieren. Ich weiß, ich treffe keinen Crit hier hinten, aber... Aber hey... Ja, ich hätte doch sowas wie ein Blitzorb oder so mitnehmen sollen. Irgendwas, womit ich einfach mehr Damage mache. Gut, der Refresh liegt natürlich wieder richtig scheiße, aber dank unseres neuen Lieblingsorbs können wir das einfach getrost ignorieren und das Brett auch so aktualisieren. So, jetzt müssen wir langsam auch mal Damage machen. Ja, der ist tot, das heißt, wir sind erstmal verschont. Der Crit, den würde ich gerne haben. Nice, 130, ja, sexy. Er ist halt Stufe 3, ne? 13 Crit. Ja. Ach, hätte er den Crit getroffen, hätte es auch nicht gereicht, aber... Man kann ja träumen. Reicht aber auch nicht. Ah, krieg ich nochmal 10 Damage. Hi. Das ist doch noch relativ viel. Ja, ich muss einen Blitzorb reinnehmen, so.
Und ich rüste den Doc-Op auf. Und spiele jetzt hier auch keine Spielchen. Rüste den Doc-Op auf, damit ich gleich zweimal heilen kann. So. Käse. Jedes Mal, wenn du Nachricht verursachst, hast du 20 Schaden an deinen Gegnern. Hm, interessant. Alle Angriffe haben plus 1 Crit. Das nehme ich. Ich will nach rechts. Wir spielen hier nicht irgendwie mit dem Haus die Bomben zerstören für ein extra Relikt oder so. Nein. Okay. Das wird lustig. So, die Baumstümpfe musst du eigentlich so früh wie möglich zerstören. Damit die dir nicht im Weg rumliegen, so wie es jetzt gleich der Fall sein wird. So. Aber der Blitzhopp ist ja nett und zerstört immer ein paar mehr Packs auf einmal. Und tut auch das. Okay, kann ich mich gar nicht mehr heilen. Ja. Ich nehme den Feuerball mit. Ich weiß noch nicht wofür. Aber ich nehme den Feuerball mit. Heilen wir uns halt beim Elite. Auch kein Ding. Ja, wir können uns ja durchaus zweimal heilen. Und mit dem Feuerball will ich gar nicht erst rumspielen. Den brauchen wir noch nicht. Der Crit wäre jetzt ganz geil gewesen, du Arsch. So, jetzt werde ich etwas nervös, deswegen, wollte ich mit dem Blitzob eigentlich viele Sachen treffen, aber... Ihr kennt den Blitzob, er macht, was er will. Der Vorteil ist, sobald die roten Viecher nur vor mir sind, kriege ich nur 5 Schaden. So, der Refresh da unten ist halt so ein Bastard. Was soll das? Er ist... Er ist am Arsch der Welt. Es bringt mir nicht mal was. Ich komm da nicht mal hin. Nee, komm, Alter. Du kommst da nicht hin. Das Game hat einfach so einen krassen Hass auf mich. Das ist den Refresh da unten gepackt. Ich hab schon wieder... Ich verliere netto immer HP, weil egal was ich mache. Was soll denn das? Ach, fick dich doch. Wirf das Ding irgendwo hin. Was soll das denn? Warum ist er da unten? Komm, stirb oder so. Ist mir auch egal. Jetzt triffst du ihn. Geil. Bastard, Alter. Ich hab gesagt, ihr sollt mich umbringen. Ich will nicht mehr. Ich kann mich nicht heilen. Pisst euch. Moor. Ja, gib mir auch noch mal. Ich bin tot. Gib mir noch mal ein -2 rein. Ja, ist okay. Arschkeks. So, ich habe mich beruhigt. Wir machen nochmal das gleiche. Obergärtner Stufe 6. Auf geht's. Ha, halt dich für einer Pay für jeden getroffen bei einer erfolgreichen Navigation. Kein Damage bei einer Fehlnavigation. I take it. So, Crit da rein. Geil, du hast einen Refresh getroffen. Kannst du das auch mal machen, dann am Ende des Games, wenn es drauf ankommt? Kannst du dann auch Refreshes treffen? Nee, er fängt jetzt schon wieder an, die irgendwo unten in die Scheiße einzubauen, ne? Nie da, wo die sinnvoll sind oder wo man die nutzen könnte. Nein. Komm, duplizier das Ding. Auch egal. Ich will eigentlich Orbs loswerden, aber hey. 2 Stunden später. Willst du mich verarschen? Oh, verdoppelt den. Nimm einen wieder weg. Ich meine, netto habe ich ein Upgrade jetzt gemacht für meinen Dingsorb. Aber Leute... Ey, was ist das denn heute? Das Game ist am Trollen. Dein Ernst? Dein fucking Ernst? Ey, es kann doch nicht sein, dass ich 80 Würfe brauche, um an einem scheiß Refresh dran zu kommen. So, dann mach wenigstens sinnvolle Sachen. Nee, er trifft einfach das absolute Minimum. Komm, flieg doch noch um mehr. Also, du musst die Bombe auch gar nicht treffen. Ich schieße es nicht mehr auf die Bombe. Ist mir auch egal. Triff den Crit auch nicht. Nö. Warum auch? Brauchen wir nicht. Warum gewinnen? Ist doch Schwachsinn. Weißt du, und jetzt ein Crit treffen. So. Am besten hätte er jetzt noch den Refresh getroffen.
Guck mal, jetzt wo ich eh am Arsch bin, pack den Refresh in mein Gesicht so. Hier, du hast die ganze Zeit beschwert, jetzt hast du ihn. Jetzt wo es nicht mehr relevant ist. Guck mal, wo der nächste Refresh ist. Auch wieder da. Oh, jetzt habe ich den Hurensohn wieder. Genau wo ich verloren habe eben. Er packt ihn wieder da unten rein. Ey, das Game hasst mich doch, oder was? Das ist ein Witz! Lasst mich zu dem scheiß Refresh, Alter! Ey, und ihr baut immer auch Scheiße davor, dass ich da ja nie hinkomme. Ja, geil, geil. Wir wollen ihn nicht. Wir wollen ihn gar nicht. Wir wollen gar keinen Refresh. Wir wollen verlieren. Ist okay. Brauchen wir alles nicht. Ich möchte nach Hause. Nee, ich will nicht mehr. Ich bin raus.